Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Pilates-Stunde. Es freut mich wieder, dass du mit dabei bist. Und ich würde sagen, wir legen gleich los und starten heute wieder, wie wir es schon kennen, zu Beginn im Stehen. Das Gewicht wieder gleichmäßig auf die Beine verteilt, hüftbreiter Stand, aufrecht, Bauchnabel ein bisschen nach innen gezogen, Blick ist geradeaus und wir beginnen oder starten jetzt gleich mal mit Schultern ganz locker nach hinten kreisen, Brust dadurch ein bisschen öffnen, genau, ganz locker. Machen wir nur zweimal, ein letztes Mal und dann wieder zur Mitte kommen. Wir legen die Hände auf die Schultern und ziehen jetzt sozusagen einmal die Schultern so nach vor, also die Ellbogen eigentlich mehr runden den Rücken und machen wieder auf, soweit es geht. Nach vor, ganz rund machen und wieder auf machen, Blick zur Decke, Schultern nach hinten, Rücken rund, nur zweimal. Schauen, uns geht, dass die Hände oder zumindest die Fingerspitzen auf die Schultern bleiben. Letztes Mal und wieder aufmachen, genau. Arme wieder lösen, lassen die Arme gleich hängen, rollen uns Wirbel für Wirbel nach unten. Die Knie dürfen dabei leicht gebeugt sein, wieder langsam nach oben rollen, aufrichten, die Arme zur Decke strecken, ganz lang machen, Arme wieder absenken, Finger hinter den Körper verschränken, Brust ausstrecken, Kinn zur Decke und wieder lockern. Nach unten rollen, das ist jetzt einfach so ein Bewegungsablauf, wieder nach oben kommen, jeder in sein eigenes Tempo, Arme zur Decke strecken, ganz lang machen, man kann sich also ein bisschen nach hinten beugen, Hände wieder hinter den Körper verschränken, Brust ausstrecken, Schulterblätter nach hinten, Blick nach oben und ein letztes Mal. Einmal nun ganz lang machen und dann noch einmal ganz gut aufmachen und wieder lösen. Genau. Als nächstes verlagern wir das Gewicht aufs rechte Bein, das Knie, das Standbein kann wieder leicht gebeugt sein. Wir heben das linke Bein nach oben an, es muss kein rechter Winkel sein. Wichtig ist nur, dass der Oberschenkel die ausgewählte Höhe sozusagen bei der Übung dann behält und schirmen jetzt im Wechsel immer die Ferse nach vor, also wie wenn wir was wegdrucken würden. Die Arme könnt ihr wie ich jetzt einstützen oder seitlich wegstrecken, was euch lieber ist. Wichtig ist nur, dass man nicht so nach unten tretet sozusagen, sondern dass man die Höhe, die man eben ausgewählt hat, behält mit dem Oberschenkel. Machen wir nur 3, 2, letztes Mal wieder abstellen, Seite wechseln, wieder guten Stand einnehmen, Stand, Knie wieder ein bisschen gebeugt und wieder wegschieben. Gerne irgendwas im Raum fixieren oder am Boden, um das Gleichgewicht zu halten. Nur 3, 2, letztes Mal. Und dann wieder abstellen, kurz auslockern, Beine auslockern. Wir sitzen uns als nächstes gleich auf die Matte, bleiben noch einmal aufrecht sitzen. Wirbelsäule ist lang, Scheitel zur Decke, Beine sind aufgestellt. Nehmen die Arme nach vorne, runden den Rückengänger nach hinten, öffnen die Arme, schließen es wieder, rollen nach oben, Arme zur Decke nach hinten. Hinten die Arme zur Seite öffnen, Achtung Schultern tief lassen und wieder zur Decke strecken. Im Wechsel Bauchnabel wieder nach innen ziehen, wenn wir uns nach hinten rollen, ganz wichtig. Nicht auszudrucken, somit wird man den Beckenboden auch auszudrucken, das wollen wir auf gar keinen Fall. Bauchnabel nach innen, nur zweimal darauf achten, dass wir nur so weit nach hinten gehen, dass die Beine nicht abheben. Letztes Mal. Und wieder nach oben kommen. Arme nach unten nehmen. Und wir machen kurz die Beine ausstrecken, nach vorbeugen.
Einmal durchatmen, wieder aufsitzen und dann rollen wir uns gleich nach hinten in die Rückenlage. Stellen die Beine hüftbreit auf, schauen, dass das Becken wieder neutral ist und starten halt mit Arme über dem Kopf. Also das heißt, wir haben eine leichte Schulterdehnung. Mit der Ausatmung kippt man das Becken wieder nach hinten, rollen langsam Wirbel für Wirbel nach oben, bewegen gehen gleich die Arme nach unten, mit der Einatmung halten, ausatmen, wieder Becken auf die Matte bringen und die Arme über Kopf und um die Schulterdehnung. Jeder macht das jetzt wieder in seinem eigenen Tempo, in seinem eigenen Atemrhythmus. Wichtig wieder darauf zu achten, Abstand von den Knie bleibt gleich. Die Knie wandern nicht auseinander, wenn wir das Becken anheben. Die Fußsohlen drücken gleichmäßig in die Matte und die Arme sind ganz lang, bis in die Fingerspitzen aktiv. Wie wenn wir die Arme gegen einen leichten Luftwiderstand bewegen würden. So soll sich das anfühlen dann. Macht es noch zweimal. Letztes Mal. Und dann wieder absenken. Die Arme kurz über Kopf lassen. Einmal die Knie rechts, links absenken. Kurz den unteren Rücken lockern. Genau. Und dann die Beine wieder aufstellen. Die Arme nach vorne nehmen. Und gleich nochmal nach oben rollen mit dem Becken. Genau. Jetzt darauf achten, dass die Arme gut in die Matte drücken. Schultern ein bisschen nach hinten. Und wir verlagern das Gewicht einmal auf die Zehenspitzen und wieder auf die Fersen. Auf die Zehenspitzen und auf die Fersen. Immer einmal die Zehen lösen und einmal die Ferse lösen. Und darauf achten, dass wieder das Becken schön hoch bleibt, möglichst ruhig. Becken sollte jetzt nicht große Bewegungen machen. Machen wir nur 5, 4, 3. 2, noch gut mit die Arme in die Matte drücken. Letztes Mal. Und dann das Becken wieder langsam absenken. Mit den Händen mal zu den Knie greifen. Und so ein bisschen hin und her schaukeln, beziehungsweise die Knie Richtung Oberkörper ziehen. Und den unteren Rücken so ein bisschen ausgleichen. Genau. Wir behalten die Beine gleich oben, bringen sie in die Bankposition. Bankposition ist wieder rechter Winkel in der Hüfte und im Kniegelenk. Die Arme legen wir seitlich auf. Bauch ist wieder ganz aktiv mit der Einatmung. Beide Beine sind geschlossen, nach rechts bewegen. Ausatmen, wieder zur Mitte. Ein, nach links. Aus, zur Mitte. Immer im Wechsel. Die Bewegung sollte wieder aus dem Bauch rauskommen. Dass die Bauchmuskeln, die Beine auf keinen Fall zu weit zur Seite, sprich nicht verlieren. Und als Variante kann man die Beine zur Seite geben, ausstrecken, es streckt er zur Mitte und wieder beugen. Zur anderen Seite ausstrecken, es streckt er wieder retour und dann erst beugen. Wichtig, der Hebel ist bei den ausgestreckten Beinen ein bisschen länger, das heißt, wenn es mit dem Rücken bei den Bandscheiben ziehen würde, dann einfach die gebeugte Beinvariante wählen. Macht es nur jeder Seite einmal. Letztes Mal. Und wieder zur Mitte. Die Beine beugen. Wir lassen die Beine in der Backposition. Achten nochmal oder kontrollieren nochmal, ob der Bauch ganz aktiv ist, Wirbelsäule gut auf der Matte und dipsen gleich im Wechsel wieder einmal rechts, einmal links mit der Zehenspitze auf die Matte. Schultern sollen dabei ganz entspannt bleiben. Die sollen ganz entspannt liegen bleiben, sollen uns nicht irgendwie so noch vorziehen. Weil wenn es die Schultern noch vorzieht, zeigt es im Rücken meistens auch. Und jetzt wieder eben darauf achten, dass wir schön den Winkel im Kniegelenk beibehalten. Noch 4, 3, 2, letztes Mal und dann wieder abstehen die Beine. Gern so ein bisschen hin und her wieder ausgleichen
und dann Rücken lockern. Genau. Und dann stellen wir gleich die Beine hüftbreit auf, verschränken die Finger, gehen die Hände hinter den Kopf und legen Kopf, Oberkörper komplett wieder ab sozusagen. Mit der nächsten Ausatmung heben wir Kopf, Oberkörper nach oben an. Achten darauf, dass das Becken wieder nicht kippt, schön neutral. Einatmen, halten, aus, wieder nach hinten ablegen, wenn es geht nicht ganz, einatmen, aus, nach oben, einatmen, halten, aus, wieder nach hinten, einatmen. Viereratmung im Fitnessstudio oder vom Sport, oft kennt man diese ein, aus, das geht einfach schneller. Und im Pilates hält man einfach einen Atemzug länger, dadurch sind die Bauchmuskeln sozusagen länger aktiv. Und das wollen wir. Genau, macht es nur zweimal. Kurz halten. Letztes Mal. Und dann wieder absenken, beziehungsweise mit der nächsten Ausatmung geht es gleich nochmal nach oben. Und wir schließen mit den schrägen Bauchmuskeln an. Mit der Ausatmung wieder immer einen Arm seitlich im Oberschenkel vorbei bewegen. Einatmen wieder zur Mitte, so weit es geht, aufziehen, wie wenn ihr mir die Hand geben würdet, sage ich ja immer aus Erinnerung. Und den Oberkörper, ganz wichtig, eben mit aufziehen und nicht nur den Arm ausstrecken. Das macht natürlich einen Unterschied. Becken bleibt wieder wie immer ganz ruhig. Sollte nicht hin und her schaukeln. Machen wir nur 4, 3, 2. Letztes Mal. Und dann wieder zur Mitte. Und mal absenken den Kopf. Du darfst die Hände mal außernehmen. Die Beine nehmen wir nun mal in die Bankposition. Die Knie dürfen geschlossen bleiben oder werden. Und wir gehen die Arme nun mal über Kopf. Starten mit einer guten Schulterdehnung. Mit der nächsten Ausatmung. Kopf, Oberkörper anheben. Beine ausstrecken. Einatmen, wieder retour ablegen. Ausatmen nach oben. Bauchnabel gut dabei nach innen ziehen. Fingerspitzen ziehen nach vorn. Einatmen, wieder nach hinten, im Wechsel. Da jetzt wieder darauf achten, dass man erstens, wie gesagt, die Beine geschlossen hält. Ist einfacher, ist sonst eine Einheit sozusagen. Und ganz wichtig ist wieder, jeder sucht sich seine Schräge. Es sollte bei der Übung kein Hohlkreuz entstehen. Das heißt, jeder achtet wieder drauf, durch die Beine mehr zur Decke strecken, dann kann im Rücken sozusagen nichts passieren. Je schräger ich die Beine wegstrecke, desto stärker müssen meine Bauchmuskeln bereit sein, damit sozusagen das dann halten können und ich nicht ins Hohlkreuz kippe. Macht es noch zweimal. Und dann wieder nach hinten ablegen, die Beine abstehen, Arme nach vorn bringen und gerne nochmal die Beine rechts, links absenken, ein bisschen auslockern, den Rücken wieder locker machen und nochmal tief einatmen. Genau. Und als nächstes strecken wir die Beine mal aus. Schauen, dass auch möglichst ja, eher geschlossen, wenn hüftbreit, nicht breiter, die hüftbreit auf alle Fälle auf der Matte liegen. Platzieren die Arme wieder seitlich, die Hände neben der Hüfte, die Handflächen zur Matte und aktivieren wieder unsere Körperrückseite, indem wir uns wegdrucken von der Matte, Schultern nach hinten, Achtung, nicht nach vorne, Hintern hebt sie an, wir machen uns hart wie ein Brett, halten diese ein paar Sekunden und senken es wieder ab. Wegdrucken, kurz halten und wieder absenken. Nur zweimal. Letztes Mal. Wieder absenken. Mit der kleinen Variante, wir nehmen die Arme zur Decke und machen dieselbe Nummer und müssen jetzt darauf achten, dass wir gut
die Schultern, die Schulterblätter nach hinten geben, damit mein Näh nur irgendwie unangenehm auf der Wirbelsäule aufliegen. Also wirklich jetzt darauf achten, nach hinten schirm die Schulterblätter. Genau. Machen wir noch ein letztes Mal. Und beim nächsten Mal gehen wir nur ein einziges Mal nach oben, bleiben oben und probieren jetzt die gestreckten Arme sozusagen zu öffnen und wieder zu decken. Und der Hintern soll oben bleiben, die Schulterblätter drücken in die Matte. Wir haben eine voll gute Körperspannung. Nur dreimal. Die Vorstellung, das Bild dazu ist, wir drücken ein großes Luftkissen und öffnen es wieder. Letztes Mal noch einmal dieses Luftkissen zusammendrücken und wieder öffnen und absenken. Und die Beine mal auslockern. Man spürt es dann vielleicht an der Beinrückseite ein bisschen. Wir lassen die Beine gleich gestrickt, schließen sie jetzt tatsächlich alle ganz, richten die Zehenspitzen wieder nach unten, geben die Arme nochmal über Kopf, machen uns ganz lang. Und mit der nächsten Einatmung heben wir Kopf, Oberkörper an, ausatmen, nach oben rollen, in der leichten Zehkurve wieder sitzen bleiben und wieder langsam nach hinten ein. Einatmen, Kopf, Oberkörper anheben, ausatmen, roll up, einatmen, in der Zehkurve sitzen bleiben, ausatmen, wieder nach hinten. Arme über Kopf bringen. Jeder wieder in seinem eigenen Atemrhythmus. Genau. Wie gesagt, Rücken leicht rund, Schultern aber tief lassen. Die Schultern deswegen nicht zu den Ohren aufverzerren. Genau, also Nacken bleibt lang. Wichtig. Genau. Und ein letztes Mal noch. Und dann wieder nach hinten ablegen. Arme wieder zur Seite, die Beine stellen wir gleich nochmal auf und verschränken nochmal die Finger. Geben die Hände hinter den Kopf, geben die Beine in die Bankposition und schließen gleich mit unserem Crisscross an, wieder diagonal mit der Ausatmung Ellbogen zu Knie bringen und wieder schön den Oberkörper mit dran. Das Bein, das ausgestreckt wird, schirmen wir sozusagen aus der Hüfte, verlängern wir das nach vorne. Macht's nur drei. Letztes Mal. Und dann wieder zur Mitte kommen, mal absenken, kurz wieder durchatmen, Bauch auslockern und als nächster lassen wir den Oberkörper gleich liegen, bringen die Beine in die Bankposition, legen die Handflächen so auf die Oberschenkel oder beziehungsweise oberhalb von die Knie ungefähr und machen jetzt einmal einen Gegendruck. Das heißt, der Druck sozusagen mit den Handflächen fest gegen die Beine halten, so gut es geht, dagegen, da baut sich ein massiver Druck im Rumpf aus und wieder locker lassen. Sehen tut man dabei fast nichts, aber ihr druckt fest, das wollt ihr die Beine wegschirmen, geht aber nicht, weil die Beine dagegen halten und wieder locker lassen. Immer mit der Ausatmung drücken, ein, wieder locker lassen, Ausatmung drücken, ein, locker lassen. Nur dreimal im Wechsel. Letztes Mal. So fest, wie es geht, drücken. Und dann wieder abstellen. Genau, kurz wieder auslockern, wer möchte. Wir lassen die Beine jetzt gleich aufgestellt. Arme wieder seitlich. Handflächen zur Matte und dann rollen wir gleich nochmal mit dem Becken nach oben in die Brückenposition, wie ich immer sage,
wieder darauf achten, dass die Knie schön in der hüftbreiten Linie bleiben. Arme aktiv, schüttern eher nach hinten. Und wir beginnen wieder mit dem linken Bein, heben es nach oben an. Und ausatmen, tippen wir wieder mit der Zehenspitze auf die Matte. Genau. Anheben, tippen, einatmen, anheben, ausatmen, tippen. Wieder darauf achten, dass der Hintern schön hoch bleibt und dass man gut verteilt wieder liegen. Auf Hinterkopf, Nacken, Schultern. Macht es nur 3, 2. Letztes Mal. Bein abstellen, Gewicht verlagern und gleich die Seite wechseln. Rechtes Bein. Anheben, absenken, einatmen, anheben, ausatmen, absenken. Die Arme noch immer aktiv halten, nicht vergessen. Nur 3, 2. Letztes Mal. Wieder abstellen. Langsam Wirbel für Wirbel das Becken wieder auf die Matte zurückbringen und nochmal beide Knie nach oben ziehen und deinen Rücken ausgleichen. Genau. Und dann wieder abstellen. Sehr gut. Als nächstes verschränken wir gleich nochmal die Hände, die Finger gegen die Hände hinter den Kopf, legen den Kopf wieder ab. Und die Beine, wie gesagt, sind hüftbreit aufgestellt, das Becken ist wieder neutral. Und mit der nächsten Ausatmung hebt wieder Kopf und Oberkörper an, soweit es geht. Achtung, Becken dabei nicht kippen. Arme lösen. Schaut, wo es hinkommt mit den Fingerspitzen. Die Höhe behalten, wieder verschränken und absenken. Nach oben kommen. Arme lösen. Kurz auf die Oberschenkel tippen, die Höhe halten in die Bauchmuskeln, die Hände wieder verschränken und wieder ablegen. Ihr dürft dazwischen ganz ablegen. Und wichtig eben, so hoch wie es geht, aufziehen und die Höhe halten und den Bauchnabel ganz wichtig und den Beckenboden dabei noch innen ziehen, wieder nicht ausdrücken. Becken ist wieder ganz still. Verändert sie nicht, kippt nicht nach vorn oder hinten oder zur Seite. Macht es noch 2-mal. Letztes Mal. Und dann wieder ablegen. Und kurz durchatmen. Hände rausnehmen. Einmal die Beine wieder rechts, links absenken und dann stütze es nochmal hüftbreit auf. Arme nochmal wie zuerst gerade seitlich neben dem Körper, die Handflächen wieder zur Matte. Und wir beginnen wieder mit dem linken Bein. Und zwar heben wir es, wenn die Hüfte noch abgelegt ist, heben wir das Bein an und schauen, dass wieder der Winkel im Knie bleibt. Und mit der Ausatmung sozusagen drücken wir uns jetzt mit dem rechten Bein nach oben. Wir stricken es durch und senken es jetzt als gestreckter ab, beugen es wieder. Also nach oben, stricken, als gestreckter absenken, wieder beugen. Nach oben, stricken und wieder absenken. Im Wechsel mit den Armen gut mitarbeiten. Und gleichmäßig wieder mit der rechten Fußsohle nach oben drücken. Nur 2-mal. Letztes Mal. Und dann das Bein wieder abstellen. Gleich die Seite wechseln. Rechtes Bein nach oben mit der Ausatmung. Bein strecken. Ein, wieder absenken, beugen, nach oben, stricken, absenken, beugen, im Wechsel. Genau, macht es noch 3-mal. Zwei noch. Letztes Mal. Und dann wieder abstellen. Einmal die Beine nur ausstrecken, kurz auslockern
Mein Hund ist jetzt auch schon wieder aufgestanden. Und dann die Arme noch einmal über Kopf bringen, die Beine ausstrecken, die Zehen nach vorschieben. Mit der Einatmung Kopf-Oberkörper anheben, ausatmen, nach oben mal aufsitzen und nach vorbeugen, mal alles locker lassen. Durchatmen. Genau. Und dann wieder aufrichten. Sehr gut. Wir bleiben aufrecht sitzen. Nehmen uns kurz meine Hand hinten. Und beim aufrecht sitzen ist so, dass wir die Beine jetzt mattenbreit öffnen, schieben die Fersen leicht nach vorn, sitzen wieder ganz gerade, nehmen die Arme nach vorn, die Schultern tief, die Handflächen schon zueinander und mit der Ausatmung rundet jeder seinen Rücken, beugt sie nach vor, soweit es geht und wieder aufrichten und ganz gerade wieder sozusagen die Wirbelsäule lang machen, Scheitel zur Decke ziehen. Mit der Ausatmung nach vorbeugen, einatmen, halten, aus, wieder aufsitzen, wie man es an der Wand entlang sitzen würde. Scheitel wieder zur Decke ziehen. Immer im Wechsel. Darauf achten, dass die Fußsohlen schön sozusagen nach vor schauen, dass wir die nach vor schieben und dass wir uns nach vor rollen. Den Bauchnabel wieder eher nach innen ziehen und wenn wir uns aufrichten, wieder den unteren Rücken auch vor allem gut aufrichten und die Schultern wieder tief machen. Schultern sind oft so nach oben noch vom Vorbeugen. Genau, machen wir noch ein letztes Mal. Und dann wieder aufrichten. Und die Arme absenken, genau. Beine wieder schließen, kurz nochmal Rücken runter, mal kurz locker lassen. Genau. Und dann nochmal ganz gerade aufsitzen. Wir lassen die Beine gleich gestreckt, die Fersen sind nach vorgeschoben. Arme zur Seite ausgestreckt, die Handflächen zur Decke, die Schultern tief. Und drehen uns mit der Ausatmung zweimal nach rechts. Einatmen über die Mitte, zweimal nach links. Das sind so kleine pulsierende Bewegungen sein und dazwischen wachsen wir sozusagen im Scheitel immer wieder zur Decke, wie ich so schön sage. Das heißt, immer wieder aufrichten, ganz gerade darauf achten, dass wir nicht kleiner werden während dem Dran und die Beine sollen möglichst ganz still bleiben, sollen sie nicht verschieben. Einmal nur jede Seite. Und wieder zur Mitte. Absenken. Nochmal nach vorbeugen. Kurz durchatmen. Und dann wieder aufsitzen. Genau. Und als nächstes rollen wir uns noch einmal nach hinten. Gehen wir gleich die Hände auf die Knie, da ganz einen runden Rücken nach hinten. Und so rollen, greifen gleich mit beide Hände zum rechten Knie, ziehen das Knie zum Oberkörper, strichen das linke Bein aus. Kurzes Hüftöffnen wieder. Restlicher Körper darf sich entspannen. Die Körperspannung nehmen wir mal ganz kurz außer. Und dann das Bein wieder zur Decke strecken. Gut zum Oberkörper herziehen. Fußgelenk kreisen oder abwechselnd. Fersenschub und Zehen zur Decke strecken. Genau. Und dann das Bein wieder beugen. Wir wechseln die Seite gleich. Linkes Bein aufverziehen, rechtes Bein ausstrecken. Wieder kurz das linke, die linke Hüfte andehnen, kurz öffnen. Bein wieder zur Decke strecken, im Wechsel, Fersenschub, Zehen ausstrecken, Beinrückseite dienen. Und dann wieder beugen. Wir beginnen nun mal mit dem ersten Bein, das wir gedient haben, sozusagen, strecken das linke aus, strecken das rechte zur Decke. Dürfen uns jetzt kurz unterhalb von der Kniekehle anhalten, mit den Händen
ziehen wir uns sozusagen nach oben, also ziehen wir uns auf. Wenn wir oben sind, aktivieren wir unsere Rumpfmuskeln, dass wir uns auch ohne Armkraft anhalten können und schauen, dass wir möglichst oberhalb vom Knie greifen und wechseln jetzt immer mit der Ausatmung das Bein. Genau, die Beine gestreckt lassen und so gut es geht, immer mit der Ausatmung wechseln und euch möglichst wenig bis gar nicht am Bein festhalten. Und wenn dann oberhalb oder, also oberhalb oder unterhalb vom Knie und nicht direkt im Gelenk. Nur 3, 2, letztes Mal. Und dann wieder absenken und kurz durchatmen. Kurz durchatmen. Ein bisschen entspannen. Genau. Und dann lassen wir die Beine nochmal geschlossen. Hände lassen wir gleich auf die Knie. Wir ziehen uns noch einmal mit Armkraft nach oben. Wenn wir oben sind, wieder Bauchmuskeln, Rumpfmuskeln einsetzen. Bauchnabel leicht nach innen ziehen. Und mit der Einatmung wieder Arme und Beine wegstrecken, aus, wieder zur Mitte retour. Jeder achtet wieder drauf, auf keinen Fall ein Hohlkreuz zu machen, sprich die Beine wieder entweder zur Decken strecken oder eben ein bisschen schräger nach vorne. 3, 2, letztes Mal dann. Und dann die Hände gleich auf die Knie lassen, Rücken rund und wir schaukeln uns nach oben in die Sitzposition. Arme noch, alles die ausstrecken, nach vorbeugen, kurz durchatmen. Genau. Und dann wieder aufkommen. Und wir legen uns einmal auf die Seite. Seitlage, Kopf wieder abgelegt auf Oberarm, Becken wieder senkrecht zur Matte, sprich beide Hüftknochen schon übereinander zum Start. Die Hand wieder vor der Brust auf der Matte aufgelegt und wir beginnen wieder mit der Ausatmung. Beide Beine nach oben anheben, einatmen bis knapp über der Matte absenken im Wechsel. Ausatmen, anheben, einatmen, absenken. Genau, darauf achten, dass der Hüftknochen wieder schön in der Linie bleibt, wie ich immer sage. Side Lift. Wer kann und mag, kann den Arm wieder nach oben ausstrecken oder auf die Hüfte ablegen. Ist eher ein bisschen fortgeschritten. Machen wir noch 3, 2, letztes Mal und wieder absenken, kurz ablegen. Wir machen eine kleine Variante mit Einbindung von Arm, von der Hand. Jetzt ist wichtig, wie gesagt, die Hand schön ungefähr vor der Brust aufgestützt zu lassen. Beine bleiben ausgestreckt und geschlossen. Mit der nächsten Ausatmung versuchen wir, dass wir nicht nur die Beine anheben, sondern dass wir uns auch das Gesamte nach oben drücken. Und wieder absenken. Wenn es geht, den unteren Arm mitnehmen sogar. Ist nur ein bisschen schwieriger. Wenn das nicht geht, lasst den Arm liegen und druckt euch nur sozusagen mit Kopf-Oberkörper nach oben. Und der Einsatz aber von dem oberen Arm. Und wer kann und mag, nimmt den Arm auch noch mit. Muss aber nicht sein. Ich sage immer mehrere Varianten, sodass für jeden Fitnessgrad, was dabei ist. Genau. Macht's nur 2-mal. Letztes Mal. Und dann wieder ablegen. Genau. Wir lassen die Beine ausgestreckt, drehen die Fußspitzen nach außen, die Fersen zueinander schauend. Lösen beide Beine ein bisschen von der Matte weg, schauen, dass die Knie schön gestreckt bleiben und machen wieder unser Applaudieren. Schnelles Öffnen, Schließen vom oberen und vom unteren Bein. Bauch ist ganz sozusagen aktiv, hart, Bauchnabel nach innen gezogen. Hand kann wieder vorne abstützen. Nur 5,
4, 3, 2 und wieder langsamer werden und absenken. Genau. Zum Ausgleich jetzt gleich mal die Beine beugen und im Anschluss ganz locker das obere Knie öffnen und schließen. Im Wechsel die Fersen, die Innenkanten bleiben wieder zusammen. Da geht es jetzt einfach wieder darum, um den unteren Rücken auszugleichen. Genau. Und trotzdem darauf achten, dass wir das obere Bein so weit wie es geht aufrotieren. Und wieder schließen, das untere Bein liegen lassen. Einmal noch. Und wieder schließen. Genau. Dann kommen wir gleich langsam nach oben in Unterarmstütz. Und strecken das obere Bein aus und strecken den oberen Arm aus. Und da gibt es jetzt wieder die zwei Varianten mit entweder Hüfte, Becken liegen lassen oder anheben. Ich starte jetzt wieder mit der leichteren Variante. Die leichtere Variante ist Arm und Bein ausstrecken, Bein ein bisschen wegheben und jetzt beides nach vorne, Achtung, müssen sich nicht berühren, und wieder sozusagen strecken nach vorne und wieder strecken im Wechsel und dabei jetzt in der Taille und in der Schulter nicht einsinken. Genau. Dasselbe kann man natürlich aufs Knie gestützt machen und da jetzt wieder darauf achten, dass der Hintern nicht zu sehr nach unten wandert, sozusagen. Einatmen, ausstrecken, aus, nach vor. Nur 3, 2, letztes Mal und dann wieder absenken. Genau. Kurz nach oben kommen. Als Übergang auf die Knie. Knie, einen leichten Abstand lassen zwischen die Knie. Die Arme zur Seite ausstrecken, Schultern schön tief und jetzt Arme sozusagen nach rechts. Beugen, wieder aufziehen und nach links beugen. Und da ist jetzt ganz wichtig, die Bewegung geht aus dem Rumpf raus. Das heißt, wenn ich mich jetzt zur Seite beuge, dann zieht mich die gegenüberliegende Rumpfseite wieder auf. Also ich tue eigentlich nichts mit den Armen. Die Arme strecke ich nur zur Seite weg. Und die Bewegung ist rein aus dem Rumpf. Deswegen auch darauf achten, dass man sich schön zur Seite neigt und nicht irgendwie im Rücken in der Wirbelsäule sich verdreht. Genau. Beckenboden, Bauchnabel nach innen ziehen. Jede Seite noch einmal. Letztes Mal die Schultern noch schön tief halten. Und wieder aufrichten und absenken. Ganz auslockern. Und dann gleich die Seite wechseln. Wir starten wieder in unserer Seitlage, Beine geschlossen, ausgestreckt, Hüftknochen übereinander, Bauchnabel zur Vorbereitung nach innen gezogen, mit der Ausatmung wieder beide Beine anheben, einatmen, absenken im Wechsel. Wer kann und mag alternativ wieder Arm zur Decke oder auf die Hüfte und da darf halt dann wieder der Hüftknochen nicht nach hinten ausweichen. Darauf ist wieder zu achten. Genau. Nur 3, 2. Letztes Mal. Alle, die jetzt den Arm oben gehabt haben oder aus der Hüfte, die Hand jetzt im Anschluss vor der Brust platzieren sozusagen. Und jetzt entweder wieder Arme, also Beine anheben und nur Kopf-Oberkörper, unteren Arm liegen lassen, wieder absenken oder wieder beides nach oben anheben im Wechsel. Manchmal ist es so, dass eine Seite leichter ist oder schwieriger. Also auf einer Seite kann es sein, dass ihr den Kopf anheben könnt, nur, sage ich mal, und auf der anderen Seite könnt ihr dann den unteren Arm mit anheben. Weiß nicht ganz symmetrisch, probiert es einfach aus, würde ich sagen. Genau.
Nur 3. 2. Letztes Mal. Und dann wieder absenken. Kopf liegen lassen. Die Beine bleiben nur einmal gestreckt. Wir drehen die Fußspitzen wieder nach außen. Die Fersen zueinander. Hand nur einmal vor der Brust aufgestellt. Aufgestützt. Und dann die Beine wieder anheben. Und wir machen unser schnelles Applaudieren. Sprich öffnen, schließen. Beide Beine dazu verwenden. Bauchnabel wieder nach innen ziehen. Und die Knie gestreckt lassen. Nur 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder langsamer werden. Beine absenken. Und zum Ausgleich gleich mal beugen. Im rechten Winkel ungefähr. Und wieder ganz locker zum Ausgleich. Unseren Knieöffner. Fersen Innenkanten zusammenlassen. Und die Knie, das obere Knie. So weit wie es geht, öffnen. Man spürt eh, irgendwo stehen wir dann an. Da geht es nicht mehr weiter. Genau. 2 Mal noch. Und wieder schließen. Wieder nach oben kommen. Im Unterarmstütz. Entweder die Hüfte liegen lassen oder eben anheben. Ich hebe es jetzt an. Schritt auf der mal stützen, wieder ganz frei lassen. Oberes Bein ausstrecken, oberen Arm ausstrecken, anheben und wieder nach vorne mit der Ausatmung einstrecken. Arm und Bein nach vor, einstrecken. Müssen Sie nicht berühren, wichtig ist, dabei im Hintern nicht massiv nach unten zu gehen. Also nicht so machen und dann schon fast auf der Matte sein, sondern wirklich oben bleiben. Das ist nämlich das Schwierigere. Genau. Machen wir noch 3 bis 4. Letztes Mal dann. Und wieder absenken. Sehr gut. Und das nächste drehen wir uns gleich auf den Bauch für die Rückenübungen. Wir beginnen heute wieder mit ausgestreckten Armen und zwar nach hinten. Die Fingerspitzen schauen nach hinten und die Handflächen schauen zur Matte. Die Hände sind relativ eng, sage ich jetzt einmal, am Oberschenkel angelegt, also nahe des Oberschenkels. Die Nasenspitze ist wieder knapp über der Matte. Blick ist nach unten. Mit der nächsten Einatmung hebt ihr Kopf, Oberkörper nach oben an. Die Arme, die Handflächen lösen sie, ausatmen wieder in die Ausgangsposition zurück. Einatmen, anheben, ausatmen, absenken. Und wir machen es dabei wieder ganz lang. Das Scheitel zückt nach vor, die Fingerspitzen nach hinten, der Bauchnabel nach innen. Nacken ist lang, weil der Blick nach unten ist. Noch ein letztes Mal. Und beim letzten Mal bleiben wir dann kurz oben und machen kleine Auf- und Niederbewegungen nur mit den Armen. Also halten die Höhe, lassen den Blick nach unten. Machen wir nur 5, 4, 3, 2. Letztes Mal. Und dann darf sie Hände wieder falten, die Stirn ablegen und einmal durchatmen. Genau. Und als nächste Rückenübung lassen wir gleich die Hände und die Stirn sozusagen miteinander verbunden. Aktivieren wieder kurz unseren Beckenboden, Bauchnabel nach innen ziehen und bei der nächsten Einatmung heben wir Kopf, Oberkörper an. Ausatmen. Wieder absenken, einatmen, anheben, ausatmen, absenken. Es gibt wieder keine Zielhöhe. Jeder geht so hoch nach oben, wie es für ihn möglich ist. Und auch im restlichen Rücken
nicht unangenehm. Macht's nur 2 bis 3. Letztes Mal. Und dann wieder absenken und kurz durchatmen. Genau. Und als nächstes streckt man die Arme nach vorne aus. Muss ich wieder zurückrutschen. Und lassen den Blick jetzt aber trotzdem nach unten. Also nicht nach vorne schauen, Blick ist nach unten, damit der Nacken schön lang bleibt. Die Nasenspitze ist tief, aber nicht ganz sozusagen auf der Matte. Und wir aktivieren jetzt wieder unseren Bauchnabelbeckenboden zur Vorbereitung, wie bei allen Rückenübungen. Und mit der nächsten Einatmung hebt ihr beide Arme, beide Beine nach oben an. Haltet kurz die Spannung und ausatmen, wieder absenken. Einatmen, anheben. Superman-Übung. Blick bleibt nach unten. Aus, wieder absenken. Im Wechsel. Jeder wieder in seinem eigenen sozusagen Rahmen. Die Ohren halten länger, die Ohren weniger lang sozusagen. Kann man wieder ganz individuell machen. Und man kann dann nur zusätzlich darauf achten, dass man sozusagen die Fingerspitzen und die Zehenspitzen nach hinten bzw. vorn schiebt, dass man es also so richtig lang macht. Nur 2 Mal. Letztes Mal. Und wieder absenken, die Hände noch einmal übereinander falten, die Stirn ablegen. Nochmal tief einatmen. Genau. Und dann lassen wir den Kopf, die Stirn kurz liegen. Machen eine Übung für den unteren Rücken. Und zwar aktivieren wir wieder zur Vorbereitung den Bauchnabel. Drucken sogar das Schambein so ein bisschen auf die Matte. Und heben dann beide Beine von der Matte weg. Wieder darauf achten, dass das Knie gestreckt bleibt. Schauen jetzt, dass wir das sozusagen die Höhe halten können. Und dass wir sozusagen im Anschluss die Beine einfach nur beugen und strecken und eben diese Höhe beibehalten, die wir uns ausgesucht haben. Darauf achten, dass wir den Bauchnabel gut nach innen ziehen, dass wir nicht so massiv ins Hohlkreuz kippen. Kopf bleibt abgelegt. Nur 4, 3. 2. Letztes Mal. Und dann wieder absenken. Kurz ein bisschen hin und her. Wackeln mit der Hüfte. Und die Position auflösen. Wir sitzen uns nach hinten. In Fersensitz, Rastposition. Machen ganz einen runden Rücken. Nehmen die Arme nach vor. Kommen in eine gute Schulterdehnung. Kopf ablegen oder in Verlängerung halten, wieder tief einatmen. Und dann wieder langsam nach oben kommen. Genau. Wir kommen als nächster in Vierfüßlerstand. Die Hände wieder unter die Schultern, die Knie unter die Hüften. Genau. Und einen leichten Abstand lassen wieder zwischen die Knie. Genau, ganz wichtig. Und als nächstes schauen wir, dass wir das Gewicht, wie gesagt, gut auf die Schulterblätter auch verlagern, dass wir nicht irgendwie so drin hängen, das ist ganz wichtig. Und dann stellen wir mal das rechte Bein nach hinten und das linke Bein nach hinten. Schauen, dass wir sozusagen kurz dieses Brett, wie sie man nennt, halten, also harter Bauch, harter Rücken. Und aber die Schultern nicht einfallen, sondern schön wegdrucken. Und dann darfst du es wieder zurückstellen. Also das ist wieder so eine Wechselübung von in Anspannung kommen, ganz Körperspannung haben wir da. Und wieder zurückstellen. Und jeder kann natürlich wieder dosieren, indem er schaut, wie lange es hält. Also einer hält vielleicht ein bisschen länger den Stütz, anderer macht schneller den Wechsel. Wichtig ist wieder, dass wir eine schöne Körperspannung zusammenbringen. Dass wir auch nicht den Hintern
so hoch haben. Das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so fort. Wir schauen, dass wir ein bisschen runterkommen, also ein bisschen tiefer und aber auch nicht durchhängen. Also das ist auch wichtig. Jeder schaut einfach so gut wie es geht. So kann man die schrittweise sozusagen aufbauen. Machen wir noch 2 bis 3 Mal im Wechsel. Einmal noch. Genau. Und dann wieder zurückstellen. Einmal kurz im Fersensitz sitzen, die Spannung auszunehmen, die Handgelenke bewegen, wollen wir was gespürt vom Stützen. Genau. Und dann wieder langsam nach oben kommen. Das nächste bleiben wir im Vierfüßlerstand, die Zehen stellen wir auf und wir machen jetzt so eine kombinierte Übung. Das heißt, zu Beginn drücken wir mit den Zehen in die Matte, lösen die Knie, wieder absenken, Zehen abstellen oder ablegen, die Hände Ellbogen beugen, auf den Unterarmstütz kommen, schauen, dass wir den total drin hängen, schön nackenlang, wieder nach oben kommen. Zehen wieder aufstellen, wegdrucken, kurz halten, abstellen, Zehen ablegen, nach unten kommen, wieder nach oben kommen, Zehen aufstellen, Knie lösen, Knie wieder abstellen, Zehen ablegen, Unterarm, Unterarm, oben, oben, Zehen, Knie, absenken, Zehen ablegen, Unterarm 1, Unterarm 2, Hand 1, Hand 2. 10 Knie, genau. Immer im Wechsel, jeder wieder in seinem eigenen Tempo. Das wird dann so ein fließender Bewegungsablauf sein. Und wenn man den öfter durchmacht, ihr könnt dann natürlich auch ein paar Wiederholungen öfter machen, wie es ich jetzt da in der durchgehenden Stunde mache, sozusagen. Dann spüren wir das schon ein bisschen. Das ist zumindest eine Ganzkörperübung. Genau, machen wir 2 Mal. Und wenn man darauf achtet, dass man die Übungen wirklich sauber macht, die Ausführungen, dann ist es natürlich umso besser. Und beim letzten Mal könnt ihr euch wieder nach hinten sitzen. In Fersensitz, kurz durchatmen, Handgelenke oder die Arme wieder bewegen. Alles locker lassen und durchatmen. Und dann noch einmal nach oben kommen. Letztes Mal im Stütz jetzt noch einmal den Vierfüßlerstand sozusagen machen. Und dann stellen wir das rechte Bein nach hinten, heben es leicht nach oben an. Achtung, wieder auf den Bauchnabel achten, dass wir nicht durchhängen. Und mit der Ausatmung ziehen wir das Knie wieder so weit wie es geht zur Nasenspitze. Einatmen, wieder Bein ausstrecken. Ausatmen, Rücken rund, Knie so weit es geht aufverzehren, Bauchmuskeln müssen mal setzen. Einatmen, wieder Bein ausstrecken und aber schauen, dass wir nicht komplett ins Hohlkreuz fallen wieder. Einmal noch auf der Seite. Genau. Und dann das Bein wieder aufstellen. Linkes Bein nach hinten wieder leicht anheben. Selber auf der linken Seite, Rücken rund, mit der Ausatmung ein, wieder strecken. Aus, rund, ein, strecken. Im Wechsel, wenn es geht, das Bein dazwischen nicht abstellen. Macht es nur 2 bis 3 Mal. Letztes Mal. Und dann wieder abstellen. Nochmal zurücksitzen in die Rasposition. Die Handflächen jetzt gern nach oben dran, die Daumen nach außen. Den Kopf, die Stirn nochmal ablegen. Und nochmal tief einatmen. Kurz wieder entspannen. Und dann kommen wir zum Schluss noch einmal nach oben. Knien uns auf die Matte. Schauen, dass wir wieder einen leichten Abstand zwischen die Knie lassen, damit wir sozusagen einen stabileren Stand haben. Nehmen die Arme nach vorne, Schultern wieder schön tief lassen, Handflächen schauen zueinander
Bei der Übung lassen wir die Hüfte jetzt vorn. Das heißt, wir lehnen uns so nach hinten, so weit wie es geht. Und kommen wieder nach oben, strecken die Arme zur Decke und wieder absenken. Nach hinten lehnen, schultern sie tief, wieder aufkommen, Arme zur Decke, Bauchnabel nach innen und wieder absenken. Im Wechsel jeder wieder nach seinem eigenen Rhythmus. Wichtig, die Zehenspitzen sind nicht aufgestellt. Genau. Macht es noch einmal und dann machen wir eine kleine Variante. Und die Variante ist jetzt, wir gehen nach hinten, bleiben kurz hinten, öffnen den rechten Arm zur Seite, nehmen den Blick mit, linker Arm zur Seite und dann erst nach oben kommen. Und nochmal nach hinten, rechts öffnen, links öffnen, die Schultern tief lassen dabei, wieder nach oben kommen. Arme zur Decke strecken. Letztes Mal Arme nur nach hinten. Aufmachen. Aufmachen. Und wieder strecken. Und dann darfst du die Arme wieder absenken und euch zurücksetzen. Ganz zum Schluss kommen wir nochmal auf die Matte. Strecken die Beine aus. Machen einen Fersenschub. Beine sind geschlossen. Arme strecken wir zur Seite aus, Schultern lassen wir wieder tief. Mit der Ausatmung runden wir den Rücken nach vorne. Mit der Einatmung machen wir wieder Länge, wachsen nach oben zur Decke. Aus, wieder Arme zur Seite. Und dann wieder einatmen. Groß und lang machen, dabei den Bauchnabel nach innen ziehen. Den unteren Rücken wieder aufrichten. Genau, Fersenschub beibehalten, das soll jetzt eine gleichmäßig fließende Bewegung werden. Wieder ganz individuell nach eurem Atemrhythmus. Genau, macht es noch ein, zwei Mal. Und beim letzten Mal greift jeder dann mit den Händen dahin, wo er ganz leicht hinkommt. Und halt dann diese Position für ein paar Atemzüge. Genau. Nacken locker lassen. Und dann wieder langsam Oberkörper aufrichten. Wir kommen zum Schluss in unser Hocke. Strecken die Beine wieder durch. Jeder sucht sich wieder seine Position, wo er Dehnung an der Beinrückseite spürt. Die Hände müssen nicht wie bei mir am Boden sein, Kinder. In der Luft sein, je nach Dehnung. Und wir beugen und strecken im Wechsel einmal das rechte, einmal das linke Knie. Und achten darauf, dass wir auf jeder Seite einen guten Zug spüren an der Beinrückseite. Und den Nacken lassen wir, wenn es geht, wieder locker hängen. Einmal noch rechts, einmal links. Und dann wieder beide Knie gebeugt lassen. Langsam Wirbel für Wirbel hochrollen, Schultern und Kopf wieder ganz. Als letztes heben, die Hände noch einmal hinter dem Körper verschränken, Brust aus die Strecken wie ganz am Anfang, Schultern nach hinten, Schulterblätter zueinander, wir schauen nach oben, schließen das Kiefer und machen uns nochmal ganz weit auf. Und dann wieder aus der Position, aus der Komma, genau. Zum Schluss, wie immer, einmal auf die Zehenspitzen ganz lang machen, zur Decke strecken, einmal tief einatmen und einmal nach rechts zur Seite beugen und nach links ausstrecken und dann wieder zur Mitte, Arme absenken. Danke fürs Mitmachen, hab mich gefreut, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss und einen schönen Tag noch oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video gemacht habt.